Und wir brauchen, glaube ich, für alles, was jetzt in Künfte, oder was jetzt zukünftig kommt. Ich versuche jetzt nochmal alles in die Forschung zu packen, was noch kein Grün braucht. Aber es ist gar nicht mal so einfach. Ich muss jetzt mal fragen, bei mir im Chat, wahrscheinlich kommt der von irgendeinem von euch, ist ein gewisser Chris 210510. Und der hat mir gesagt, ich soll doch meine Miner nicht am Grid snappen, weil das ist doof. Kann mir irgendjemand, vielleicht Chris, sagen, wie ich das Snapping ausschalte auf die Schnelle? Nein. Also falls es irgendjemand weiß, dann sagt's mir. Warte kurz. Snapping, Building Warning, Building Icon, Guiding Light. Oh, Stift. Press to ignore Grid Snapping. Ah. Okay, man muss nur hingucken, während er baut. Ah ja. Don't snap ja, to building. Ob das jetzt aber wirklich so viel besser ist? Gut, komm, Blue, ich helfe dir jetzt erstmal. Du hast wahrscheinlich in deinem Tank nichts drin außer Stuss, ne? Also ich mache noch 5400 Eisenringe. Eisenringe? Ja, nicht die Ringe, sondern die Eisenzahnräder. Zahnräder. Richtiges. Ah, da bist du. Also wie gesagt, wir sind auch zu zweit nur noch im System. Parzibert ist schon beim Roten Riesen in Jysk und ich. Jysk. Ja, so heißt, also wenn du bei V drückst und rausscrollst, siehst du, wo die anderen sind. Weil nur wir beide sind hier aktuell. Ja, das ist doch sehr romantisch. Im Übrigen sehe ich das gerade, wie viele Raumschiffe gerade zwischen den Sternen unterwegs sind. Und von wegen, hier kriegt niemand Space Warper, ja? Es ist interstellar ganz schön was los. Ja, ich bekomme keine. Du kriegst auch welche. Du wirst ständig mit Schiffen beliefert. Ich sehe es doch. Aber, ich werde gar nicht beliefert. Permanent rauschen Raumschiffe zu dir. Nee, ja jetzt, aber ich Stahl und das Ganze noch anfordere, aber Stahl bekomme ich auch nicht. Ja, das dauert eine Zeit. Es geht nicht so schnell. Ja, also Koblu, unser größtes Problem aktuell sind Grundressourcen. Ja. Aber dafür haben wir ja Parzi auf eine andere Welt geschickt. Ja, und Zappes auch. Ja, und Zappes auch. Also Zappes ist in Beta Virginis, da fliegen auch gerade die meisten Raumschiffe hin. Und in Jyske ist quasi Parzibert. Wir haben noch andere mögliche Sterne in unmittelbarer Umgebung, wo du quasi auch selber nochmal eine komplett eigene Produktionschain hier aufbauen kannst. Du kannst auch, wenn du magst, also es gibt mehrere Möglichkeiten, Kuplum. Du kannst, wenn du magst, hier bleiben und mir beim Spraycoaten helfen, ja. Bei was? Ja, pass auf, ich zeig's dir. Komm mal mit. Ich habe Mark 3 Sprays jetzt hinzugefügt und eine Produktionskette dafür gebaut. Und das schaut dann so aus, wie das Zeug hier. Ist das einfach nur angemalt? Ja, quasi. Ich male da drüber und das gibt dann einen Produktionsbonus. Achso, wir malen es an und das gibt eine Produktion. Na klar! Und zwar die. Im Übrigen, es hat tatsächlich was gebracht, die blauen Dinger nochmal anzumalen. Die machen jetzt durch den 25% Boost 75 Sprays auf ein, also 75 Items quasi pro Einzelspray. Und machen 25% extra Produkte und 100% Production Speed up. Die sind richtig mächtig jetzt. Wie schaut denn unsere Produktion jetzt aus? 45, da hat sich's eingependelt. Oh, Mark 3 Fabriken. Das ist doch was für euch, ha? Genau, also das quasi ist momentan so ein bisschen die Baustelle. Alles mit diesen blauen Spray-Coaters anzumalen. Mhm. Ja. Nee, gib mir mal einen neuen Planeten. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, wenn ich erstmal gut Ressourcen sammle. Okay. Dann musst du Space Warper dir besorgen. Die sind hier tatsächlich drin. Warte kurz. Die sollten hier reinkommen. Da vorne sind auch welche. Hast du mit deinem Inventory-Logistik-System schon mal irgendwas gemacht? Nein. Gut. Du hast neben deinem Inventar links daneben hast du so Kacheln. Da kannst du Gegenstände automatisiert anfordern, wenn du in einem Distribution-Netzwerk bist. Also bei uns. Ja.
Also diese Logistik-Distributoren, die auf den Storage-Containern drauf sitzen, die können dich automatisch beliefern, ähnlich wie es die Drohnen in Factorio tun. Ja, ja. Und genau, damit kannst du da erstmal zum Beispiel mal, keine Ahnung, 50 Space Warper anfordern. Du kannst dem System aber auch sagen, wenn du dir jetzt versehentlich 1000 Eisenstangen rausgenommen hast, willst aber nur 800, dass er die wieder zurückbringt. Dass er die abholt, was du zu viel hast, wenn du zu viel von irgendwas aufgenommen hast. Space Warper hab ich schon gefunden. Nice. Wie viel brauche ich denn so im Schnitt? 50 reichen. Also 50, dann 20 packst du dann in dein... Genau, das war's schon. Das ging schnell. Genau, und mit diesem Setup kannst du jetzt ein bisschen rumspielen. Es wird nicht alles geliefert werden. Hier auf der Welt ist ein bisschen... wir haben nicht alles aktuell in diesen Distributoren-Dingern drin. Es kann sein, dass wenn du auf die Heimatwelt kommst, du erstmal erschlagen wirst von den Dingern, weil die dann mehr liefern können. Mal gucken. Mhm, ja, macht Sinn. Gibt's irgendwas, was ich brauche, um, wenn ich jetzt irgendwo anders hinfliege, Das Wichtigste ist quasi Energie. Also hauptsächlich Hydrogen-Fuel-Rods. Das ist mit Sicherheit das Beste, was du brauchst. Damit du erstmal Stoff hast. Energie für deinen Reaktor, für deinen Anzug. Und das solltest du auf jeden Fall dabei haben. Was genau? Wie heißt das? Entschuldigung. Hydrogen Fuel Rods. Die blauen Stangen. Du Zwerg, du bist ja auf dem Heimatplaneten. Nee, ich bin auf Sadira 2 gerade, aber das ist nicht viel um. Kannst du vielleicht einstellen, dass Fundamente weggeschickt werden? Fundamente? Hm. Werden eigentlich. Ich habe gerade welche angefordert und sofort bekommen eigentlich. Vielleicht hat Party... Zappis bekommt es überall. Ich finde es schön, dass alles beim Zappis landet. Also ich glaube eher, dass... Sie bei mir auch an. Sind wir ehrlich, das war wieder zu schnell, weißt du? Das war's Ungeduldsbärt. Batterien habe ich bis dato noch nicht bekommen. Ungeduldsbärt. Batterien kommen nie an. Natürlich kommen die an. Du willst bloß einfach zu schnell zu viel. Ja, was soll denn Cole Blue davon denken? Das war das Erste, was ich aktiviert habe. Das ist das Einzige, was noch nicht angekommen ist. Und die Space Warper sind noch nicht angekommen. Die bekommen ja auch nicht. Ich bin da gerade dran. Weil ich hab Mitleid. Ja? Weißt du, ich habe mir gedacht, das ist dieses Gejammer die ganze Zeit. Zwerg. Was? Die Space Warper. Nicht reden, machen. Ich bin auch schon dabei. Ich bin nämlich gerade dabei, hier so ein paar Sachen noch für dich zu verhübschen. Ja, mal Bert. Ja, wirklich. Neuer Name, confirmed. Da muss man denn jammern. Wieso denn nur? Wenn nichts kommt. Was angeht, ist Pazzi wirklich ein besserer Deutscher als wir alle zusammen. Das glaube ich auch, ja. Bei den Österreichern nicht so viel nörgeln. Vor allem die Wiener, die sind ja bekanntlich total nörgelfern, ja. Ja, voll. Die nörgeln nie. Nie. Die wissen gar nicht, was nörgeln ist. Du hast gescheißen. Ja, wir nörgeln nicht, wir reagieren. Reagieren auch noch. Eieiei. So. Okay, ich habe die nächste Produktionsstätte gesprayt. Jetzt langsam, glaube ich, muss man mal aufpassen, dass wir verbrauchen wahrscheinlich jetzt auch enorme Mengen von diesem Zeug. Wobei, noch geht's. Wir machen 100 mehr, als wir brauchen. Das ist schon mal gut. Wird so langsam. Ist das nicht auch gesprayt? Ja, ich weiß, ich bin sehr, sehr einfach zu erfreuen, aber ich finde es immer so richtig, wenn ich hier durch die Gegend fliege und plötzlich über meinem Kopf so ein Transportschiff lang donnert. Ist geil, ne? Das ist schon irgendwie cool. Fürs Feeling ist das was Besonderes. Boah, den Smelt hätte ich gerne, aber der ist ein bisschen teuer, was ich so sehe. Kostet ein bisschen, ja. Er kostet ein bisschen viel.
Ja, ich glaube, das dauert noch. Ich bekomme ja nicht einmal Space Warper angeliefert. Ich schau jetzt mal, was mit. Der Space Warper kriegst du jetzt bestimmt gleich. Aber jetzt, ich schau mal, was mit deinen Energiezellen los ist. Alles versorgt. Ah, ich weiß, warum die nicht kommen. Zappes säuft so viel. Ja. Sagt meine Frau auch immer. Nee, wir laden die Dinger zwar auf, aber es sind nur 138 volle Batterien aktuell im System drinnen. Ich habe aber keine Ahnung, wir produzieren doch, warte mal, wir produzieren doch eigentlich diese Batterien irgendwo. Zum Glück habe ich Solarpanels mitgenommen. Weil ich meine, den Strom zumindest fürs erste Mal selber produzieren kann. Ja, das ist nie verkehrt, vor allem auf deiner Welt mit 150% oder so ist das sowieso wild. Ja. Ja, also Solargitter. Da sind sie. Ich habe die Produktion gefunden. Warum läuft die Batterieproduktion so unfassbar langsam? Weil die nicht gesprayt werden wahrscheinlich. Deswegen. Spray all the things. Also diese Spray-Sachen, das macht mir gerade enorm Freude. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab da einfach Spaß gerade dran. Oh, der Sprayer. Ja, voll. Ich bin da gerade der Happy-Zwerg, weißt du? Einfach so. Ekelhaft, so was Glückliches. Ah. Zwergi, wo haben wir denn die Hydrogen Fuel Watts? Die kannst du dir, wenn du einen Spaceport findest, der gerade noch irgendwo einen freien Slot hat, kannst du die dir anfordern. Sehr lustig. Ja, ich weiß. Der hat einen freien Slot. Die sollten aber tatsächlich relativ unkompliziert anforderbar sein. Im Zweifel baue ich dir einfach oder baust du dir einfach noch irgendwo einen leeren Spaceport hin und forderst die da einfach an und reißt das dann wieder ab, wenn du fertig bist. You know? Ja. Wann weiß ich denn, ob was kommt? Das wird dann angezeigt, wenn was reinkommt ins System. Es zeigt dann so in hellblau an und schreibt dazu in Transit. Ja. Ja. Was ich zu dem Thema ein bisschen schade finde, ist, dass ich mir hier so viel Mühe gegeben habe mit meiner Kupferproduktion und kein Mensch braucht das Zeug. Noch. Ich glaube tatsächlich, das ist eher noch ein Problem, dass wir aktuell noch halbwegs hier selber versorgen können, weil wir Kupfer tatsächlich recht gut im System hatten. Wir hatten nur einen Eisenengpass am Anfang, aber das läuft ja von alleine ab. Fällt mir jetzt schon wieder total gut. Was? Das ganze System hier aufzubauen, also das habe ich gerade einfach Freude dran. Ich weiß, wir werden mehr von den Spray-Dingern brauchen, das System ist komplett überlastet gerade, aber es macht halt auch einfach Laune, das da hinzubauen. Letzte Frage, wie komme ich denn da dran? Die 400 sind jetzt hier im Storage. Ja, dann nimmst du es einfach raus. Also rechts kannst du, wenn du hingehst, entweder mit der rechten Maustaste oder du gehst auf Clear and Reset, dann nimmt da alles, was drin ist, ins Inventar rein.
Perfekt. Super, danke dir. Na klar. Na klar. Na klar. Ja, dem hilflosen Blumer ein bisschen unter die Arme ja, greifen. Du, ne? Du kommst da wieder rein. Das ist nur eine Frage der Zeit. Rein und dann. Ja, ich würde mich dann verabschieden, ne? Also. Wo willst du denn hin? Weiß noch nicht. Wo kann man denn hin? Was würden wir denn empfehlen? Also. Im Prinzip, schau mal die Weltallkarte an. Ja, warte mich drauf. Du könntest eventuell mal schauen, ob du nach Komae Berenike kommst. Das Ding wollten wir eigentlich ursprünglich anfliegen, dann haben Zwerg und ich, naja, es wurden Dinge getan und Fehler gemacht. Viele Fehler. Aber, ja. Aber Komae Berenike ist trotzdem ein geiles System. Wenn du das erreichen kannst, da ist richtig was drin. Schauen wir mal, ob ich es erreichen kann. Bin auf dem Weg. Geil. Nice. Ja, aber denk immer dran, Raumschiffe mitnehmen, Spaceports mitnehmen, Hydrogen-Fuel-Rods mitnehmen. Ich hätte es beides nicht gemacht. Ja. Ich weiß doch, wie es hier läuft in diesem Sauladen. Schweinesystem. Na, da kommt schon mal dazu. So nicht sagen. Schweinesystem, nee. Doch. Es nein, ist einfach wir doch nicht. Nein. Bist du sicher? Wir sind hier eine wunderbare sozialistische Kooperative. Oh. So wie wir hier unterwegs sind, könnten wir direkt Workers and Resources sein, ja? Ja. Es gibt hier faktisch kein Geld. Wohl auf der anderen Seite, es ist natürlich schon ein bisschen kapitalistisch, dass ich alles kriege und Parzi nix. Das ist ein... Nein. Das ist nur ausgleichende Gerechtigkeit. Das sind ja die guten Verbindungen zu unserem sozialistischen Herrscher namens Zwergtube. Genosse Zwergtube. Ja, genau. Genosse Zwerg, der sagt einfach, Zappis, ne? Der redet mehr, der kriegt mehr. Der redet auch noch mehr. Ich find's einfach nur schade. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Parzi 95% eines gemeinschaftlichen Streams gemutet ist. Ich glaube, daran liegt das hauptsächlich. Ja, da habe ich ganz gut gesehen. Ich rede, es hört aber einfach. Es wäre noch viel lustiger gewesen, wenn du jetzt geantwortet hättest und trotzdem gemutet geblieben wärst. Ja. Ach ja. Ey, der Planet geht mir auf den Nerv. Da sind alle Kacheln verschoben und das Ganze. Ja, dann geh halt, nimm mal, wenn du das einmal wild eingestellt hast. Na, du kannst auch einfach ein nächstes System fliegen. Das Schöne ist, wir haben ja nur eine Maximalreichweite, die wir fliegen können. Ja? Also, wenn Code Blue jetzt zum Planet XY fliegt, ja, dann kann er halt nur bis zu einer gewissen Reichweite weg. Aber von dort aus gibt es ja wieder die nächste Reichweite. Also. Ne? Ihr habt ja immer nur ab dem Planeten, wo ihr euch befindet, die Reichweitenbegrenzung. Das heißt, wir können zum Beispiel Zappes System als Brückenkopf nutzen, um da weiter zu fliegen. Oder wir gucken einfach mal, sieht irgendjemand ein geiles System? Also Berenike wäre natürlich ein System, das enorm viele Ressourcen hat. Da ist aber Code Blue jetzt schon hin unterwegs. Außerdem ist das von Beta Virginis aus am nächsten, um darüber einen Brückenkopf zu bauen. Und da wäre zum Beispiel nochmal ein System, das sehe ich aber nicht. Das sieht erst Code Blue, wenn er dort ist. Wir haben Al-Rijil zum Beispiel. Das ist auch ein sehr krasses System, was Titan angeht. Und die haben noch haufenweise anderen Stuff. Und nebendran liegt Delta Scuti. Das wäre auch interessant. Mal rauszufinden, was da drin ist. Wie fliege ich denn wohl schneller? Ich bin echt langsam. Ist dein Energielevel leer? Zumindest nicht voll. Leer ist es nicht. Ja, das ist, du musst ein bisschen warten zwischen den einzelnen Sprüngen, bis dein Energiespeicher sich wieder aufgetankt hat. Und dann ab so suche ich den Rest. Na gut. Das dauert einfach ein bisschen.
Ja, okay, alles klar. Ich verbrauche dermaßen viel von dem blauen Zeug jetzt. Das ist halt absurd hoch, der Verbrauch. Weil ich spray halt alles, ne? Also unsere kompletten Produktionsstraßen werden jetzt durchgesprayt. Ich weiß auch, wie sich das anhört. So. Ja, wirklich. Das ist unglaublich. Deswegen, ich weiß nicht, was du so treibst, aber okay. Es sollte aber auch unsere Gesamtproduktion gerade an den blöden Turbinen erhöhen. Jo, und zwar richtig gut. Warum wird denn das nicht gemacht jetzt? Weil er es nicht rausgeben kann. Zu wenig an. Let's go. Jetzt blase ich da Eisen rein. Ich habe mal eine kurze Anfrage an euch alle. Wie schaut es jetzt gerade mit den Space Warpern aus? Kommt das nicht? Klappt das? Bei mir kommt es nicht. Bei dir kommt es nicht. Was hast du im Spaceport eingestellt? Remote Demand. Du bist maximal 3000. 3000 Remote. 3000? Ja, maximal. Ich kann ja runter, schaue ich nur 400. Ja, mach mal nur 400, dass nur wirklich nur ein Schiff kommt. Weil ansonsten 3000 ist natürlich eine harte Nuss, ne? 400. Also nochmal. Bei Zappes? Wie schaut's bei dir aus? Ja, scheint im Moment eigentlich alles soweit okay zu sein. Also ich kriege, was ich brauche. Ich wundere mich nur drüber, wie wenig abgeholt wird von dem, was ich liefere. Das kann ich gleich nochmal nachprüfen. Also es wird schon was geholt, aber irgendwie sind alle meine Spaceports voll mit Erzen und Metallplatten und es wundert mich, was ja. Und da stehen auch noch Schiffe ohne was zu tun rum. Irgendwie wirkt das falsch. Warte, ich schau mal gerade. Sowohl bei den Warpern als auch bei allem anderen. Ich guck mal, was da gerade abgeht. Okay, wird überall gesprayt. Also, die Warper werden überwiegend lokal geholt aktuell. Das sind permanent Warper, die hier geholt werden. Haben wir irgendwo einen Engpass? Bei den Lenses vielleicht. Ja, okay, ich weiß, wo das Problem liegt. Leider. Bei dem, was ich die ganze Zeit schon ausbauen wollte. Upsi. Das
Lass mich raten, die ganz bösen Eisenkonsumenten holen sich's gar nicht aus dem Spaceport? Nee. Wir haben noch einen Leerlauf bei einer Produktion, die eigentlich elementar wichtig ist. Und zwar bei diesen Partikelcontainer-Dingern. Die habe ich nicht erweitert, weil ich gedacht habe, es reicht ja eh, was wir da machen. Oder wir kriegen es eh nicht, weil die Turbinen fehlen. Jetzt werden die Turbinen aber in den Mengen produziert, wie ich es gerne hätte. Die Produktion müsste jetzt hier ein dickes Stück nach oben gehen. Und damit müsste auch die Warper-Produktion hochgehen. Schauen wir gerade. ja. Der Verbrauch von Mark 3 Sprays ist bei theoretisch 500 und in der Produktion bei 187. Ups. Ah. Das kann natürlich auch verzerrt sein, weil möglicherweise, ich weiß nicht, ob der beim Verbrauch vielleicht auch mitzählt, was angefordert wird nur. Weil ich, glaube ich, irgendwie 1600 immer anfordere in meinem Hauptport und die dann verteile. Das könnte sein, dass das ja einen ziemlichen Zug erzeugt, bis es bei mir vollgelaufen ist. Oh, die blusche Kompetenz. Was, Kompetenz? Oh, das tat weh. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet und jetzt bin ich aus Versehen auf irgendwie Shift gekommen oder so. Und auf einmal fliegt der los wie bescheuert. Hui! Never mind. Ui, sieht aber kalt aus. Ist kalt bei dir? Das ist aber ein ganz dunkler Planet hier. Ich muss noch auf den Tag warten. Wo komme ich denn an Strom? An alles gedacht. wo sieht man so Statistiken von so einer V? Also was sich halt lohnt. Mit V. Also 130% Windenergie. Schon mal ein Anfang. 50% Solar. Ja. Schon mal ein Ende. Das ist ein gutes Ende, ja. Machen wir also ein bisschen Windenergie. Zumindest für den Anfang, damit dein Spaceport sich auflädt und Batterien anfordert. Ja, die ich nicht mitgenommen habe. Die kriegst du hoffentlich wie Parzibert auch irgendwann über den Spaceport. Also die Produktion. Ich muss das so wörtlich nehmen, irgendwann. Ey, ich gebe hier alles, ja. Ey. Ich bin hier voller Freude, ja. Dass das was wird. So, Space Warper. Habe ich keine Drohnen mehr? Kann man Drohnen anfordern? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, die haben wir nie automatisiert, ne? Raumschiffe kann man anfordern, aber Drohnen, nein. Kann man Titan anfordern? Steel, meine ich? Ich glaube nicht. Aber doch. Steel ist ja jetzt auch nicht das Problem. Ja? Weil ansonsten hätte ich gesagt, Steel ist ja auch nicht das Problem. Da brauchst du ja bloß ein paar Smelter und Eisenplatten. Und ja, die Eisenplatten kannst du anfordern.